Hey, lustigen Knusperschnecken. Es ist ja schon eine Weile her, dass wir uns in dieser Form gesehen haben. Denn heute bin ich wieder Radfahren mit meiner reizenden Freundin Laura da vorne. Die Tour, die wir heute fahren, sind wir vor knapp 2 Jahren eigentlich schon mal so gestartet. Und ich denke, dass wir ähnlich rauskommen werden. Wir fahren hier am Teltow-Kanal lang. Das ist hier unten in Neukölln. Oh, der geht halt durch die halbe Stadt. Da huschen wir jetzt lang Richtung Potsdam. Das heißt, wir werden hier am Wasser den Großteil, denke ich mal, fahren und ab und zu hier von rechts nach links wechseln, weil der Weg ist nicht überall so fahrbar wie hier. Ja, die Folge von damals, die ich hier aufgenommen habe, die hat es leider ja nie ins Internet geschafft, denn ich habe die Speicherkarte einfach so formatiert, ohne die Sachen, die da drauf waren, zu sichern. Das war ziemlich doof. Vorsichtig. Naja, deswegen machen wir das heute einfach nochmal. Hier müssen wir jetzt ein bisschen klettern, aber nicht so viel schnattern. Los huschen. Ah, guck mal. Nice. Laura first. Das war ja easy. Ja. Machen wir auch wieder vernünftig zu. Hochheben. So, eng hier. Oh Gott. Eieiei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, noch keine, ja, 5 Kilometer unterwegs. Und schon haben wir den ersten Stopp. Wir müssen ja, wie gesagt, die ganze Zeit von der einen Wasserseite auf die andere. Und hier sind wir schon mal gelandet vor Ewigkeiten. Hier sind diese, keine Ahnung, Bahngleise. Ob die verlassen sind, weiß ich nicht. Irgendjemand sagte mir, glaube ich mal, dass hier ab und zu noch mal eine Bahn langfährt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Hier gibt es diese ganz kecke Brücke. Und da in diesem linken Aufgang, da wo die Tür offen steht, da war ich, boah, gut auch vor 2 Jahren mit Laura. Da war nämlich hier Corona, Piff, Puff, dies, das, fing das alles an und da sind wir hier nur in Neukölln rumgefahren. Und da haben wir das auch entdeckt. Man kann da irgendwie bis da hochklettern. Ja, ist nicht so spannend, lohnt sich nicht wirklich zu sehen. Apropos sehen, ich sehe momentan auch besonders gut durch diese tolle neue Brille von Naked Optics, die ich bekommen habe. Laura lacht sich gerade voll den Ast ab. Wie gesagt, diese Brille habe ich neu. Da habe ich 2 Gläser für. Das ist das Modell Hawk. Und hier, da, ihr seht das, was für ein hervorragendes Muster. Das passt natürlich auch hervorragend zum Huschenfilter. Den solltet ihr natürlich auch ausprobieren. Link zu der Brille packe ich euch unten rein und dann gucken wir heute einfach mal, wie die sich so verhält, ob die geil ist oder nicht. Ich trage die jetzt das erste Mal wirklich beim Radfahren. Vorher habe ich die nur irgendwie, ja, mal so zu Fuß angehabt. Da gibt es auch noch so ein Polsterteil, was man hier reinkleben kann oder reinstecken kann. Das habe ich jetzt rausgemacht, weil ich dachte, wird bestimmt warm, nachher schwitze ich das voll. Aber probieren wir jetzt einfach mal aus. Aber ihr merkt, ich schnattere schon wieder zu viel. Huschen wir mal weiter, wa? So, wenige 100 Meter könnte man sagen von der Brücke, wo wir eben bei den Gleisen rübergekraxelt sind, entfernt, haben wir jetzt das hier entdeckt, so einen krassen Riesenkran. Da ist schon so Zeug dran gewachsen. Das sieht relativ verlassen aus. Hier ist so ein alter Imbiss oder so. Und ich habe total Bock, da hoch zu kraxeln. Wir haben kein Schloss dabei, glaube ich, aber wir probieren das mal. Wir dürfen, glaube ich, nur nicht zu auffällig sein, denn das da oben drin ist bestimmt mega interessant. Aber schauen wir einfach mal. Das mache ich nicht, das ist zu gefährlich. So, ich bin da gerade so ein bisschen hochgekraxelt. Und so ungefähr da habe ich Schluss gemacht, denn da auf dieser Plattform, da ist das Holz schon ganz schön durch und diese Treppe hat überall Katschen. Da sieht man, ist das Holz ja ein bisschen neuer. Da würde man schon drüber kommen, aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich diese Fahrradschuhe trage und wir beide ein mulmiges Gefühl dabei hatten, lassen wir das einfach. Aber ich fände es schon sehr interessant, da oben in diese Kabine mal reinzuhuschen. Ja gut, aber dann pushen wir jetzt auch, glaube ich, einfach mal weiter.
So, wir sind schon wieder ein kleines Stückchen am Wasser weitergehuscht. Insgesamt haben wir jetzt 17 Kilometer drauf. Also alles in allem sind wir noch nicht weit weg von zu Hause. Jetzt müssen wir hier noch mal ein kleines Stückchen zurückfahren, denn hinter uns, was jetzt hinter uns liegt, ging es nicht weiter. Das heißt jetzt hier dann so ein bisschen Kopfsteinpflaster und dann geht es da vorne über eine Brücke. Die Brille macht sich bisher ganz gut. Ich bin ganz angetan, auch wenn ich bei diesen Brückenstücken eben, wo wir immer wieder unten drunter durch sind, das Gefühl hatte, dass die Brille ein bisschen sehr abdunkelt. Aber hier ist es wirklich perfekt. Also hier, ne, ihr seht, kommt Sonne, geht Sonne. Das ist so ein bisschen hin und her. Das ist sehr, sehr gut mit der Brille. Es gibt auch noch ein anderes Glas. Das habe ich aber heute nicht dabei. Das gucken wir uns dann in einer der nächsten Folgen an. Das ist für ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht ganz so grelle Tage wie heute. Sitzen tut die auch ganz gut. Ich hatte anfangs das Gefühl, dass sie vielleicht ein bisschen weit weg sitzt von meinem Gesicht, passt aber ganz gut. Jetzt schnattert aber nicht so viel. Laura ist, glaube ich, von meinem ganzen Blabla genervt. Nein, sagt sie. Aber sie ist nie von mir genervt, sagt sie. Wie auch immer, wir huschen jetzt mal hier diesen malerischen Weg weiter lang und dann sehen wir uns irgendwo gleich auf der Strecke wieder. Wir haben da eben ja so eine kleine Pause gemacht an so einem Hafending, haben Bier getrunken und haben dann beschlossen, weil ich ja eine ganz schwere Woche hatte, dass wir zu Rodeo XXL fahren. Ich freue mich total, dass Laura mitmacht. Rodeo XXL ist so ein ganz wirklich schlimmes XXL-Restaurant. Da wollte ich schon seit Ewigkeiten mal hin. Jetzt habe ich mir letzte Woche mit ein paar Kollegen auf der Arbeit so ein paar Videos davon angeguckt. Das ist wirklich schlimm und wenn wir einen Platz bekommen, fahren wir da heute Abend hin. Aber jetzt machen wir hier nochmal ein kleines Päuschen am Wasser. Wir sind immer noch am Teltow-Kanal. Und ich wollte die Insta360 hier eben ins Wasser halten. Ja, und dann ist mir aufgefallen, ich habe den Selfie-Stick nicht dabei. Aber Laura hatte so ein paar Gummistreppen dabei. Und jetzt habe ich das hier höchst professionell drum gebunden. Ich habe auch schon so einen Schütteltest gemacht. Kann ich gerne nochmal machen hier. Das hält wirklich gut. Das heißt, ich tunke die jetzt ins Wasser. Und dann ja, machen wir hier noch ein bisschen Päuschen. Und dann huschen wir weiter. Also ja, Päuschen machen, weiter huschen. Es wird schwierig. Das wird, glaube ich, nichts. Der Abstand ist blöd. Okay, das klappt nicht. Wie eine Elfe, Laura. Wie eine Elfe. Oh, boah, das ist vorne viel schwerer als hinten. Wow, du bist so elegant wie ich. Boah, es ist ein Kackweg hier. So, wir sind schon so gut wie zu Hause angekommen. Wir huschen jetzt Richtung Tempelhofer Feld. Wir haben beschlossen, da hinten dann nicht mehr am Wasser lang zu fahren, sondern hier nochmal bei Sonne übers Feld zu fahren. Und jetzt fahren wir hier den Tempelhofer Damm lang und hier gibt es einen neuen Radweg. Ich bin sehr, sehr begeistert. Das war vorher wirklich eine absolute Albtraumstrecke. Und jetzt hier schön markiert, da sogar rot. Das war auch schon ein ganzes Stück hinter uns und hier vorne, keine Ahnung, ob das noch weitergeht bald, aber das sieht, oder? Ja, da vorne ist noch mehr hinter der Baustelle, oder? Oder? Hier ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, zickzack. Ja, krass. Wow, ja, also hier hat sich ganz schön was getan, das ist sehr, sehr cool, also das scheint ja langsam zu funktionieren in Berlin, aber ihr merkt, ich bin ein bisschen aus der Puste, wir haben nämlich Gegenwind. Deswegen höre ich jetzt mal auf zu schnattern und dann fahren wir weiter. So, nach etwas Gewusel da hinten durch die Stadt sind wir jetzt auch fast zu Hause und hier, wie man unschwer erkennen kann, auf dem Tempelhofer Feld angekommen. Ja, dann gehen wir gleich, wie gesagt, da in dieses übertriebene XXL-Restaurant und dann sehen wir mal, ob ich das schaffe. Apropos sehen, mit der Brille hier sehe ich weiterhin hervorragend. Ich sagte ja, dass sie etwas ja, zu dunkel ist. Nehme ich zurück, also eben mit diesen Brückenstücken, ne, wo es halt mal kurzzeitig ja, sehr, sehr dunkel wird. Da war es ein bisschen viel, aber da haben sich, glaube ich, das geht dann einfach so schnell. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Augen sich nicht so dran gewöhnen. Jetzt den Rest des Tages super. Morgen probiere ich mal die anderen Gläser aus, diese etwas helleren. Die spiegeln auch richtig geil. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt hier übliche mit, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen.
Links zu allen in der Beschreibung. Genau, und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir uns den Kloß verstecken. Ciao!